Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Wir werden alle sterben, dem Wissenschaftsvideocast aus dem Spektrumbunker. Die Apokalypse der Woche kommt diesmal aus dem Tierreich. Florida nämlich wird von Horden unersättlicher Fressmaschinen überrannt, die alles niederwalzen, was sich ihnen in den Weg stellt, und sogar Hauswände und Autoreifen anknabbern. Der Übeltäter ist quasi der Tyrannosaurus Rex der Gemüsebeete, nämlich die afrikanische Riesenlandschnecke. Ins Land gebracht worden sind die Viecher für religiöse Zeremonien. Offensichtlich gibt es nämlich Kulte, deren Mitglieder während solcher Rituale den Schleim der Schnecken trinken. Offensichtlich nutzen die Tiere dann so eine Gelegenheit und einen unbeobachteten Moment, um aus ihrem Gehege zu entkommen, und seitdem marodieren sie durch Florida und zerstören die Landwirtschaft. Die ist da ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor. Glücklicherweise haben die Tiere noch keine Menschen angefallen. Oder aber es hat einfach keiner überlebt, um davon zu berichten. Um solchen und anderen Apokalypsen zu entkommen, sucht die Menschheit schon lange nach Möglichkeiten, den Planeten zu verlassen. Dabei dürfen natürlich auch unsere beliebten Plagegeister nicht fehlen. Und deswegen haben Wissenschaftler jetzt Nanoraumanzüge unter anderem für Mückenlarven gebastelt. Zum Beispiel die Larve der asiatischen Tigermücke. Die können nun dank dieses Polymermantels länger als eine Stunde im Vakuum überleben und dann eben auch zukünftige Weltraumkolonisten mit Westnilvirus oder Gelbfieber infizieren. Damit der Trick allerdings beim Menschen funktioniert, müssen die zukünftigen Astronauten sich zuerst von Kopf bis Fuß mit glibberigem Schleim einschmieren und dann eine Minute oder länger in einer Plasmakammer packen. Das fällt dann wahrscheinlich in die gleiche Kategorie wie Durchfall in Schwerelosigkeit, nämlich Dinge, über die Astronauten nicht so gerne reden. Und dann ist da ja noch die Euro-Krise, an der ist übrigens die weltmeist gehasste Tabellenkalkulation Excel schuld, wie sich gerade herausgestellt hat. Warum? Wir sparen derzeit haufenweise Länder kaputt, weil Wissenschaftler nämlich 2010 herausgefunden haben, dass hohe Staatsschulden das Wirtschaftswachstum bremsen. Und deswegen haben wir, das ist die Idee, keine andere Wahl, als eisern zu sparen, damit die Wirtschaft irgendwann wieder wachsen kann. Jetzt hat sich herausgestellt, das stimmt so nicht. Das Ergebnis der beteiligten Wissenschaftler ist nur deswegen zustande gekommen, weil die Forscher in Excel eine Spalte mit Daten nicht vollständig markiert haben. Wenn man in der Auswertung die komplette Spalte markiert und die kompletten Daten verwendet, kehrt sich das Ergebnis um. Und damit entpuppt sich natürlich auch der Sparkurs als der Unfug, der nun tatsächlich ist. Und auch Excel dürfte nach dem Zusammenbruch der Eurozone endgültig seinen rechtmäßigen Platz unter den großen Plagen der Menschheit einnehmen. Ja, das war es für heute bei Wir werden alle sterben. Ich sage auf Wiedersehen, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.